Oh, ich werde komplett ohne. Ja, macht Sinn. Dass ich... Nein, wir ziehen die Stufe wieder aus. Eben, zumindest vorübergehend. Guckst du nach, wie es einfacher gehen sollte, könnte, tun, täte? Oder was wischst du auf dem Handy rum? Ich guck gerade, ob es noch irgendwelche lustigen Strategien gibt, die dir helfen könnten. Also abgesehen von so Strategien wie versuch nicht zu sterben. Aber einsammeln kann ich hier keine Feen, oder? Nein, aber du hast ja drin welche. So. Erschreck mich doch nicht so. Ja, danke, ich hab fertig. Im Prinzip müssten wir ja nicht mal das machen. Gendorf hält uns ja vom Kampf selber. Ich weiß nicht, ob er alles an Musik. An Musik. An Magie heilt. Magie ist ja der große Knackpunkt. Mhm. Das kann ich beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ich es denn dann benötige. Ach. Aber ich mach den jetzt einfach fertig. Eben, du hast dich ja schon so gesteigert. Ich meine, es würde mir zumindest ein bisschen Lauferei ersparen. Ja. Also viele sagen, es ist wohl ein bisschen einfacher, finden einige tatsächlich mit einer Flasche seine Sachen zurückzuschleudern. Aber ich würde niemals die Fee für eine Flasche aufgeben. Zumal du ja das Timing inzwischen einigermaßen gut raus hast. Ja. Ich meine, gut, wenn er 10-mal zurückschlägt, war das auch wieder ein bisschen langweilig auf Dauer. Ja. Das interessiert mich jetzt auch, woran liegt das, wie oft er zurückschlägt. Ich probiere jetzt mal aus, ob er mich dann auch gleich Magie heilt. Interessanter Plan. Ich meine, Motto, einen Fall kannst du verkraften. Einen Fall kann ich verkraften, ja. Ja, ich meine, ich habe halt unten tatsächlich ja halt doch noch ein bisschen was an Magie rumliegen. Ja. Und ich gehe hier schon wieder nicht dran, damit es bloß nicht irgendwie später gebraucht wird.
Also, wenn du nochmal zu der Attacke kommst, wo er das, die Riesenkugel über sich hält. Ja. Bevor er die loslässt, kannst du ihn da jederzeit mit dem Lichtpfeil treffen. Da ist, während er die auflädt, ist er verwundbar. Alles klar. Diese Symbole, die da macht, sind nichts für euch zwei. Ihr seid nicht. Ja, komm, mach hin. Noch, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu stark. Tut mir leid. Okay, Magie macht dann nicht. Onkel Dorf, bitte. Also ich wurde weggedreht. Und woran liegt es, wie oft er das hin und her schlagen kann? Habe ich noch nicht rausgefunden. Also soweit ich das verstehe, ist es halt eine feste Wahrscheinlichkeit, die mit jedem Mal, die er es trifft, abnimmt. Teil es diesmal gar nicht zu, dass du den Boden kaputt machst. Genau. Und natürlich wieder das furchtbar hilfreiche Internet. Ja, dann musst du besser werden. Aber halt wieder sehr... Ja, warte, ich kann nicht gerne drauf besiegen, wenn ich keine Magie habe. Ich bin im Kampf, habe ich mir meine Magie ausgegangen. Was kann man dann machen? Und sofort erst antworten, boah, wie schlecht muss man denn sein, dass einem da die Magie ausgeht? Ich fühle mich jetzt nicht so furchtbar schlecht. Nö. Vier Treffer. Aber vor allem bleibe ich, glaube ich, auch deshalb lieber beim Schwert, weil ich mit der Flasche dann wieder einen anderen Knopf drücken müsste. Richtig. Das ist wieder eine Ungewöhnung jetzt. Du hättest schlagen dürfen. Ja, aber er war gerade wieder dabei, irgendeine Pose zu machen von wegen, oh, du hast mich so lange nicht bewegt.
Noch kann ich nach unten gehen und eine neue Magie holen. Ich habe eine Fee. Du wolltest ja, dass ich die Glühwürmchen hier unten einsammle. Wolltest du doch, oder? Die haben in meinem Schloss nichts verloren. Danke, Neffe. Ich wusste immer, dass du mein Lieblingsneffe bist. Ich bin ein einziger Neffe. Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er ja irgendwelche Schwester bei den Gerudo und die haben dann Töchter, weil den Gerudo nur alle 100 Jahre. Okay, vielleicht hat Gendorf noch nicht. Eben, aber Neffen? Da bin ich, glaube ich, so bisher der Einzige. Onkel Dorf! Das war ein unnatürlich langer Wechsel! Ach, das Maximum war, glaube ich, bei 10. Gerade hat er da auch wieder einen Lauf. Ja. Ich habe noch unten alle Töpfe und ich habe noch eine Fee. Ja. Zwei Platten. Benzin. Ja. Oh, weißt du was, Onkel? Gennendorf. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eher... So geht's. Tatsächlich hier runter. Eben, eine Auffrischungskur, bitte. Ja, das war jetzt keine sehr gute Ausbeutern-Magie-Spiel. Was für die andere Runde davor auch keine Ausbeutern-Magie. Magie steht, glaube ich, tatsächlich nur hier drüben. Interessant. Also, dann wollen wir mal. Und ein interessanter Fakt über Gendorf, den ich gerade gelesen habe, ist, er kann von jeder Waffe außer deinem Enterhaken Schaden nehmen, aber ist darauf programmiert, dass ihn keine Waffe außer dem Masterschwert oder dem Hammer töten kann. Das war nicht nett! Hat es dir so sehr missfallen, dass da oben noch viel Boden ist? War. Ich muss gleich wieder auf die Stiefel wechseln. Wenn du so weitergehst, ja. Ja, von hier aus hast du ja noch ein bisschen Raum. Ein bisschen. Haben sie eigentlich auch irgendwo die Info, wie oft ich sie mit dem Master-Schwert treffen muss? Das könnte ich
noch nachgucken. Ich wollte jetzt nur diesen Wechsel nicht verpassen, der ging wieder so ewig lang. Hm? Ja. Schade, da bin ich ein bisschen sehr schief gesprungen. Weil ich will nicht wissen, wie oft man irgendwelche anderen Bossgegner treffen muss. Ganondorf. Aber ansonsten geht's dir gut, oder Onkelchen? Ocarina of Time. Er hat Ganondorf. Autokorrektur belastet in Handorf. Handorf? Und da kriegt ihr irgendwas von Springreitzucht in Hannover. Meine zweite Fee noch, oder? Ja, ich habe meine zweite Fee noch. Und jetzt kommt meine zweite Fee zum Einsatz. Hier ist kurz die Information von dem, wie viel Fee der hat. So viele. Flo. Guck mal, diese Tabelle, wenn die hart sind. Okay, ich wechsle dann mal auf die Schuhe. Nach diesem absolut unwahrscheinlichen Motto, vielleicht reicht der nächste letzte Pfeil ja. Also mit dem Masterschwert müssten es 20 Treffer sein. Und mit dem Hammer? Genauso viele. Masterschwert und Hammer sind gleich da. Und das war's. Ach, gut. Ich würde sagen, das lief gar nicht mal so schlecht. Nö. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind. Ich bin 17. Das stimmt. Darf nicht sein.
Ich bin fast erwachsen. Flucht, das hier ist die zensierte Version. Was ist passiert in der nicht zensierten? Da spuckt er rotes Blut, kein grünes. Ah. Siehst du, mir ist gar nicht aufgefallen, dass es überhaupt Blut spuckt.